Ich bin ja ein bisschen auch ein Grenzgänger zwischen politischer Bildung und internationalem Jugendaustausch. Und vielleicht ist das auch nochmal ein interessanter Aspekt zum Abschluss. Also ich glaube, dass diese Diskussion auch nochmal gezeigt hat, dass wir ja auch sehr genau einfach erstmal zuhören müssen, wo finden wir gerade mit politischer Bildung auch den richtigen Platz für unsere Arbeit. Und ich habe da nochmal sehr gehört, auch diese Frage, welche Gesprächsräume können wir öffnen, welche Formen auch von kreativen Methoden vielleicht erstmal, die sehr stark auch am Lebensalltag und an der Begegnung orientiert sind, um von da auch zu politischen Themen zu kommen. Und ich glaube, dass da auch die politische Bildung, die wir jetzt hier in Deutschland machen, die erstmal noch nicht auf Austausch ausgerichtet ist, sondern einfach darauf, welche Menschen sind vor Ort da, auch wiederum viel von der internationalen Jugendarbeit lernen kann. Das ist ja auch ein Austauschprozess, der ganz oft nicht so stattfindet, wie man ihn sich eigentlich wünschen würde. Und der zweite Aspekt, den ich gern noch hervorheben würde, ich glaube schon, dass wir nicht den Vergleich zu der Flüchtlingsbewegung 2015 brauchen, um uns darauf einzustellen, dass auch Spaltungen kommen werden. Und das Stichwort Desinformation ist mehrfach gefallen. Wenn wir das ernst nehmen, dass es bei diesem Desinformations- und bei der hybriden Kriegsführung auch darum geht, unsere Gesellschaften zu stabilisieren, die Demokratie in Europa zu destabilisieren, dann glaube ich, ist das einfach ein wichtiges Handlungsfeld für uns als politische Bildung, sich damit auch jetzt schon frühzeitig auseinanderzusetzen. Es ist hingewiesen worden auf die Arbeit, die viele Träger, wir auch als evangelische Trägergruppe, natürlich die BPB und viele andere in dem Bereich machen. Und ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, dass es ein Konflikt ist, der uns über viele Jahre beschäftigen wird. Dass wir die Frage Desinformation und auch autoritäre Versuchungen innerhalb unserer Gesellschaften da auch deutlich im Blick behalten müssen, um dann dieser Herausforderung gerecht zu werden. Und da sehe ich in der Tat das, was hier auch mehrfach genannt wurde, dass jetzt viele der Menschen, die auch entweder schon länger in Deutschland sind, aus der Ukraine und anderen Ländern oder die jetzt neu dazukommen, dass wir da eben sehr viel auch voneinander lernen können und uns gemeinsam mit diesen Themen auseinandersetzen können und das nicht einfach nur irgendwie ein einseitiger Prozess ist oder so. Und ich hoffe, dass das, was hier zu Recht kritisch bemerkt wurde über die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche politische Öffentlichkeit gegenüber Mittel- und Osteuropa vielleicht insofern auch dadurch etwas aufgefangen werden kann, dass es ja gerade auch im Bereich internationaler Austausch, deutsch-polnisch und anderen Ländern Leute gibt, die da auch anders ticken und die wir vielleicht jetzt auch noch mal viel aktiver in der Bildungsarbeit auch einbeziehen könnten.